So, weiter geht's mit den nächsten Interrogativpronomen. Wir haben diesmal She und Shu. Personale Interrogativpronomen, also die Frage, wer. Zwei Beispielsätze habe ich ausgewählt, einer mit Shu, einer mit She. Und zwar stammt der erste aus dem Hanfeize und der zweite aus dem Lunyu. Also einmal Legalismus, einmal Konfuzianismus. Und die Beispiele sind relativ einfach. Es ist einfach eine wörtliche Rede mit halt entsprechend der Angabe der Person, die da gerade sprechen oder was sagen. Ich fange einfach mit dem ersten an. Pingong wen shu xiang yue. Qincheng shu xian. Genau, bis zum Doppelpunkt ist das Ganze relativ einfach. Pingong, fragen. Shu xiang, sprechen oder sagen. Dieses yue leitet ja eine direkte Rede ein. Wenn man vor der Einleitung zur direkten Rede ein anderes Wort des Redens oder des Sprechens hat, wie zum Beispiel wen, fragen, oder auch dui, erwidern, oder da, antworten, dann kann man die beiden eigentlich zusammenfassen und kann das gleich als er fragt, beziehungsweise bei da plus hier, als er antwortet oder übersetzen. Je nachdem, welches andere Verb des Sprechens mit dabei steht. Also, Herzog Pin fragt Shu Xiang. Was fragt er? Qincheng Shu Xian. Satzthema ist Qincheng. Und da könnte ich vielleicht mal eine kleine Exkursion machen, was das auf sich hat. Das wird als die Minister oder ja, die Gruppe von Ministern übersetzt. Chen ist ja der Minister oder der Staatsdiener. Und dieses Qin bedeutet eigentlich Herde oder Schwarm oder sowas. Und wenn man das als Präfix vor ein Substantiv stellt, dann ist das sozusagen ein Pluralpräfix. Das heißt also, Qin plus Substantiv macht dann einfach den Plural aus diesem Substantiv. Das sind dann also einfach die Minister. Und die sind hier Satzthema. Was die Minister anbetrifft. Shu, wer, Xian, ist weise oder ist fähig oder ist tugendhaft. Dieses Xian ist halt, man kann es schwer auf eine Art und Weise übersetzen, es wird aber meistens als weise, tugendhaft oder begabt oder fähig übersetzt. Das ist halt eine der Eigenschaften, die man als fähiger Staatsmann so haben sollte, ist Xian zu sein, also weise, tugendhaft und fähig. Genau, und das wäre dann entsprechend auch schon die Übersetzung. Also, was die Minister anbetrifft, wer ist fähig oder weise? In schönem Deutsch. Herzog Ping fragt Shu Xiang, welcher der Minister ist fähig? Auf zum nächsten. Das ist der aus dem Lunyu. Chang Ju hier. Wörtliche Rede diesmal ganz einfach. Wir haben als Personennamen Chang Ju. Das ist, glaube ich, ein Fischer, der mit einem anderen Fischer zusammen an dem Flussufer gerade am Arbeiten ist. Und er wird was gefragt von einem Begleiter von Konfuzius. Und genau, Chang Ju sagt, oder antwortet, weil er vorher gefragt wurde, Fu, da kann ich noch mal kurz darauf hinweisen, dass im klassischen Chinesischen ja ein Zeichen meistens auch sehr viele verschiedene Bedeutungen hat. Und dieses Fu lernt man oft als der Herr oder der Mann kennen oder auch der Ehemann. Kann aber, wenn es am Satzanfang steht, auch so eine Satzeinleitungspartikel sein, sowas wie nun oder also. Und das ist hier gemeint. Also genau, was man sich merken sollte. Wie immer, Zeichen haben nicht nur eine Bedeutung, sondern können viele verschiedene Bedeutungen haben. Das ist, dann kann man teilweise an der Position im Satz erkennen, teilweise aber auch nicht unbedingt. Deswegen muss man doch schon immer mehrere Bedeutungen für die Zeichen lernen.
Okay, nun oder also, Schuh, Yu Wei Shui, Shu, Wei Shui. Dieses Chi bedeutet ja greifen oder in die Hand nehmen und das Yu ist eine Kutsche oder ein Karren. Jetzt kann man natürlich eine Kutsche oder einen Karren nicht so in die Hand nehmen irgendwie, weil das ja schon ein bisschen größer ist. Gemeint ist natürlich die Zügel halten für die Tiere, die dann entsprechend diesen Karren ziehen. Also, Zhe ist Zhi-X, Zhi-Ren, also der Mensch oder die Person, der Typ, der nun die Zügel hält von diesem Karren. Wei ist Shei, wer? In schön Deutsch. Changyu fragt. Nun, wer ist derjenige, der den Karren lenkt? Ja, genau, das wäre die Übersetzung dafür. Ich hatte euch ja den Kopula-Satz beigebracht: A, B, Ye. Es gibt aber noch eine zweite Kopula, Wei, die nach diesem Schema funktioniert: A, Wei, B. Ich werde das unten noch in die Vokabelliste schreiben, natürlich. Nur so als kleine Bemerkung nebenbei. Also neben der eigentlichen Copula hier gibt es dann noch eine, die eigentlich wie ein normales Verb funktioniert, nämlich zwischen Subjekt und Objekt steht. Genau. So viel dazu. Das wär's. Und der Rest steht, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung, was die Vokabeln und so weiter anbetrifft.